Willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. Und ja, wir haben ein kleines Tick vorgemacht schon. Hab unten noch eine Försterei platziert. Und hab auch schon mal ein paar Zellen vorausgeplant. Somit wir jetzt das Spannende sehen, nicht wie ich 5 Minuten da die Zellen eigenhändig baue. Genau, und dann sag ich auch mal, geht's weiter. So, machen wir schnell auf. Boost verlegen wir eventuell noch woanders hin, wo sie mehr Sinn machen, Sinn ergeben. Zum Beispiel kann der Psychologe in seinem Büro Unterricht geben und somit will ich halt nicht die Gefangenen hier einmal durchschleusen. Auf die Maler wäre einfach. Dass sie dann einfach hier wären. Einfach hier sind. So. So. Kann jetzt hier mutig sagen. Räume. Personalraum. Schön groß. So, in einem Personalraum kann ein Kleiderständer. Der kommt noch hier unten. Ist der Fernseher. So. Reizsofa. Getränkeautomat, Spieleautomat. Hier natürlich ein Serviertisch. So. Dann. Was wir noch haben. Mit einer schönen. Den schönen Stühlen. So. Dann bekommen Sie noch ein Radio. Und als krönender Luxus. Nee, sieht blöd aus. Sagen wir Bücherregal. Gerne. Kriegen Sie auch noch ein paar. So, Luxus-Personalraum. Und das ist schon der erste Ausbruch. Schade. Aber natürlich haben wir jetzt hier schon mal noch ein bisschen mehr Sicherheit. Und jetzt bauen wir weiter. Mindestens fünffachen, bis wir für nichts machen. Erstmal abgeschlossen. Und Zuschüsse. Besuchsrecht. Können wir ruhig machen. Alle Sicherheitsfunktionen. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Wir machen Besuchsrecht, dass wir einfach mehr von den Häftlingen gemieden werden. Dass sie uns mehr mögen. So.
Jetzt will ich aber trotzdem hier gerne einen Zaun drin haben, weil die Wand sieht nicht so schön aus. Und bauen uns danach da oben mal auf. Und dort bauen wir dann den Gemeinschaftsraum und alles mit rein. So, Fundament, Beton. So. Dürfte ich jetzt mal hier zusammenkleistern. Logistik, Temperaturen ist ja recht kühl. Hier geht's ja noch. Aber ich bin überzeugt, wenn wir jetzt sagen Heizung. Dieses Fenster. Kommt hier. So, dann wird auch das Gefängnis geheizt, ein bisschen. So, das nächste, was wir brauchen, sind wie gesagt mehr Zellen. Kleiner Grafikbucky ist das schöne Kreuz, das soweit schon mal gut aussieht. Unser Zellentrakt da oben ist hoffentlich gleich auch fertig. Und Drogen gefunden. Naja. Bekommen die den Hof Honeybänke. So. Einzelhaft brauchen wir dazu schon. Gut. Was jetzt auch so mit fertig, Versorgung. Aber jetzt wollen wir Wände, Betonwand. Wand, nein. So, auf geht's. So, wir brauchen eine Krankenstation, die kommt dann direkt schon im nächsten Tag. Und wir, natürlich wollen wir hier auch noch einen von uns besuchen. Auf. So, was sagen wir hier? Bei Räume. Gemeinschaftsraum kommt hier oben hin. Kriegt Bücherregal. Tisch. Telefonzellen. Heizsofa, Fernseher, Billardtisch. Und zwei brauchen wir. Fernseher 2, eine Family Stuhl, ist ja auch noch ein Spielautomat, weil wir so nett sind. Und auf geht's, Raum
Zelle. Alle werden gebaut, passt. Also soweit. Dann gucken wir noch mal kurz zu, wie die das alles aufbauen. Und überlegen uns schon mal, wo wir besser noch drin werden können. Passt eigentlich soweit alles? Dann kommt hier die nächste Erweiterung mit Krankenstationen einmal allem. Was so ein bisschen extra geschützt. Aber trotzdem für Häftlinge zugänglich. So. Fehlt nur noch der Besucherraum. Den hätten wir dann gerne. Stellen wir den schön hin. Wollen ja auch nicht die ganze durchs Gefängnis schleusen. So. Genau so. Dann gibt es hier die normale Gehwegplatten einmal. So. Und Parkett. Kommen hier mal alle Büros. So, das sind so, muss ich mal ein bisschen abheben. Und kommt hier eine Tür, und zwar eine Standardgefängnistür. Raum, Superraum, das ist nicht so gern betoniert, und die Besuchertische 1, 2, 3 und diese Besucher. So, und dann bauen wir mal ein bisschen was Untypisches, aber trotzdem Sinnvolles. Und zwar bauen wir nochmal einen Metalldetektor. Und zwar den, direkt. Hier einmal, perfekt. So. Strom läuft auch durch, perfekt. So. Strafe einfach beenden, einfach nur mal gefangen nehmen. So, Forstbetrieb, da wachsen die Bäumchen schön. Perfekt. So, passt. Das ist einfach drum. Was ist denn hier? Die laufen einfach rüber. Ja, moin.
Es war jetzt an der Zeit, wir bauen bisschen Sicherheitsmaßnahmen hier auf. So. Nein. Das auf keinen Fall. Mahlzeiten. So. Und da brauchen wir wirklich jetzt die Krankenstation. Kommt dann hier unten mit hin. Neben dran an das Büro des Psychologen, dann passt das. Aber wir wollen mehr Zuschüsse. Wir haben 29 Gefangene. Bevor wir sagen, zum Block B hätte ich gerne mal die Sicherheitsfraktion. Um auf der sicheren Seite zu sein. Tong. So. Natürlich bekommt er einen besonderen Zugang. Und hat eigentlich so mir jetzt zum Teil. Bekommt er hier als sicher Zugang. Und dann die Räume groß. Forstbetrieb weichen. So, kommt aber hier noch mal eine sichere Tür. Bekommt ein Büro mit Aktenschrank. Und eine kleine Pflanze. So. Weiter geht's. So. Und jetzt können wir nämlich hier unten sagen, Beton. Und hier die Sicherheitsfunktion rein. So. Langsam brauchen wir eine zweite Geldeinnahmequelle. Und zwar, das machen wir dann durch Produktion von unseren Gefangenen heraus. So, aber den Sicherheitschef und sie dürfen dann mal Patrouillen und Überwachung und Patrouillen setzen wir dann mal gerne ein. Mal gucken. So, kommen nämlich hier als Raum. Sicherheit. So. Der halt nur einmalig gebaut wird. Meistens mit den folgenden Objekten. Aktenschränke. So. Ein Sessel. Auch sowas. Und ein paar Stühlen. Perfekt. Na, da kommen die ganzen Überwachungsstationen hin. Und somit geht jetzt ein Gefangener, angenommen, brauchen wir hier später auch die Waffenkammer, Hunde, da kommt, geht jetzt ein Gefangener, sich eine Waffe holen. Geht hier nicht einbrechen, weil die Tür zu durchbrechen ist leichter wie die beiden. Gut.
So, dann haben wir das auch stehen. Jetzt brauchen wir 10 Wachen. Personal machen. Und setzen Patrouillen. Und da dürfen 2 Wachen immer drum patrouillieren. So. Also 3. Okay. Einsatzpatrouillen. Patrouille ist los. Da die ich dann eher hier so eine. Machen. Nächstes Zuschuss. Jawohl, die kurzfristige Investition. Dann zählen Block B auf jeden Fall. Gerne 100 Patrouillen. Und die machen wir dann auch mal direkt. Schicken Sie 2 Hundeführer auf Patrouillen, teilen Sie einer Patrouille eine bewaffnete Wache zu. Das ist jetzt sehr schwer und teuer. Also schwer relativ, aber teuer halt. Und dann 30.000 dafür nehmen wir einfach an. Und müssen dann auch Waffenkammer Hunde erforschen. Was leicht teuer wird, aber naja, müssen wir mit leben. So. Personal gucken wir nochmal. Stellen wir mal 2 mehr an, dass diese Fällung hier unten schneller geht. Einfach mehr Holz fällen. Dann brauchen wir gleich mehr Gefangene für Zellenblock B. Und das planen wir somit mal alles. Beton. Jawohl, das schließt sich einfach mit an. So, und das war die Folge Prison Architect. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ihr gerne einen Kommentar da. Bis dann.